Heute bei uns in der Sendung geht es neben dem Regionalwetter und den Blitztipps für morgen auch um einen Tag der offenen Tür am Welterbestandort Muldenhütte bei Freiberg. Und es geht auch um den Neubau einer Naturschutzstation in Zwönitz. Das wird auf alle Fälle wieder sehr interessant und Sie sollten das nicht verpassen. In wenigen Augenblicken geht's los, deshalb bleiben Sie dran. Ich warte hier auf Sie. Bis gleich. Der Hinweis zur 14. Erzgebirgischen Liedertour wird Ihnen präsentiert von der Ratio Mobilgruppe. In der Region, für die Region. Neunmal in Sachsen und auch in Ihrer Nähe. Die 14. Erzgebirgische Liedertour soll uns heute beschäftigen und bei mir ist zum einen der Bürgermeister von Gornau, Nico Wolnitzke, und die Nicole Fugmann-Müller, die maßgeblich an dieser Veranstaltung beteiligt ist. Nicole, wie kann man die Erzgebirgische Liedertour kurz charakterisieren? Musik, Wandern, erzgebirgische Natur erleben, toll. Die 14. Auflage gibt es dieses Jahr. Wo genau und wann? Also wir stehen hier eigentlich an der Stelle, die quasi ein zentraler Punkt ist. Hier wird am neuen Wanderparkplatz in Wittstorf eine Station sein. Wir bewegen uns also rund um Kleintirol, den Bereich Gornau. Und ja, das wird auf jeden Fall ein landschaftliches Highlight. Nico Wolnitzke, wie kam es denn dazu, die Erzgebirgische Liedertour hier in die Region Kleintirol zu holen? Ich bin jetzt schon zweimal mitgelaufen, in Wolkenstein und auch oben in Stützengrün. Und ich fand das Format super und wir haben ja auch wirklich die Landschaft bei uns. Und das habe ich schon seit 2 Jahren gedrängelt und genervt bei der Baldafelle, ob es nicht möglich ist, die Liedertour mal nach Gornau zu holen. Welche landschaftlichen Highlights gibt es denn hier ringsrum zu nennen? Na, wie schon gesagt, Kleintirol. Ne? Also wir sind wirklich zwar am unteren Ende des Erzgebirgskreises, aber wir haben trotzdem den Kammweg. Und landschaftlich wunderschön. Wir haben schöne Täler, schöne Berge, wunderschöne Weitsicht. Ja, alles da. Nicole, welche Musiker werden denn auf den Stationen zu finden sein? Na gut, also wir haben 8 Stationen mit 16 Musikern. Das würde jetzt einen Rahmen sprengen, wenn ich alle aufzähle. Aber natürlich sind Musiker aus dem Erzgebirge und darüber hinaus bekannte Größen wie Heiner Stefani, Die Ranzen, Unvollkommen, Candy John Kretschmer. Wir haben eine absolute Vielfalt. Wer mehr wissen möchte, gerne mal auf www.baldauf-villa.de vorbeischauen. Wie sieht's denn gastronomisch aus? Ja, dank der guten Unterstützung vor Ort, was auch viele Vereine mit unterstützen werden, gibt es einige Stationen, wo mit Erfrischung zu rechnen ist. Wir empfehlen natürlich grundsätzlich immer mal so eine Notbämme mit im Rucksack zu haben für unterwegs und auch vielleicht mal einen Schluck Wasser, weil wenn es recht warm wird, ist es doch wichtig zu trinken. Welcher Aufgabenbereich wurde denn der Gemeinde Gornau auferlegt? Ja, wir sind gerade dabei, die Wanderwege so weit herzustellen, alles zu pflegen, dass wir auch die ganzen vielen Besucher hier ordnungsgemäß und ohne Zwischenfälle durchlotsen können. Wir haben geschaut, dass wir die Vereine mit ins Boot holen, dass wir die Station so weit ausstatten und ausrichten. Und haben auch noch einen Punkt, den wir gerade noch am Bauen sind, der bis zum 18.8. fertig sein muss. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber die 14. Erzgebirgische Liedertour kann kommen. Nicole, gleich nochmal, wann war sie? Ja, am 18.8. von 10 bis 17 Uhr sind alle Stationen mit Musikern besetzt. Das Ticket kostet 10 Euro. Ab 12 Jahre muss Eintritt bezahlt werden. Und ganz wichtig, Parkplätze sind vor Ort ausgeschildert. Also bitte nicht wild parken. Wir werden das alles ordentlich kennzeichnen, sodass man da wirklich entspannt starten kann. Es wird auch einen kleinen Shuttleverkehr geben zum Großparkplatz am Kaufland. Also man kann da wirklich anreisen und sich da entspannt der Tour hingeben. Individueller Einstieg, das wäre noch ganz wichtig. Also es gibt keinen offiziellen Startpunkt, keinen offiziellen Endpunkt. Jeder kann individuell einsteigen und so viele Stationen besuchen, wie er möchte. Und der Weg ist das Ziel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was machen wir mit dem Wetter? Das wird schön. Gut. Dem ist dann nichts hinzuzufügen. Thank you.
Es ist Montagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Glück auf TV, hier ist Megional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 9. Juli 2024. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. 5 Jahre Welterbe wurde am vergangenen Wochenende in der Nikolaikirche in Freiberg gefeiert. Mehr dazu in der morgigen Sendung hier bei uns. Gefeiert wurde aber auch in Muldenhütten mit einem Tag der offenen Tür, denn dem Hüttenwesen wird neben dem Bergbau ebenfalls eine große Bedeutung attestiert. Mit Professor Helmut Albrecht haben wir genau darüber gesprochen. Im Rahmen der 5 Jahre Welterbe fand am vergangenen Sonntag die Eröffnung der Ausstellung in Muldenhütten statt. Herr Professor Albrecht wendete sich persönlich an alle Gäste. Auch Welterbe-Geschäftsführer Steve Ittershagen sprach darüber, wie stolz er auf dieses Vorhaben blickt. Im Anschluss wurde das Glas erhoben und die Ausstellung eröffnet. Herr Professor Albrecht, heute am 7. Juli schlägt der Puls des Welterbes hier. Was ist los? Ja, 5 Jahre Welterbe und der 7. Juli war eigentlich ein ganz besonderer Tag vor 5 Jahren, weil da wurde hier gefeiert. Es wurde ja erst bekannt am 6. Juli, dass wir Welterbe geworden sind und am 7. Juli waren überall die Straßen voll mit den Schildern und Fahnen, Hurra, wir sind Welterbe. Insofern auch ein besonderer Tag. Jetzt geht es um eine Ausstellung. Was haben Sie vorbereitet? Ja, wir haben gedacht, dass wir diesen Tag nutzen, diesen einen Tag nach dem offiziellen Welterbeübergabe, dass wir eine Ausstellung eröffnen und zwar diesmal im Hüttenwesen. Alle reden vom Bergbau, aber die Hütten sind die Orte gewesen, wo das Geld verdient worden ist und sie sind ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das liegt aber auch weltweit daran, dass die Hüttenkomplexe in der Regel, wenn sie stillgelegt werden, abgerissen werden. Wir haben das Glück, dass wir im Erzgebirge noch 4 Standorte haben, die verschiedene Epochen repräsentieren. Das ist einmal zum Beispiel die Seigerhütte in Olbernhau für die vorindustrielle Zeit und heute hier in Muldenhütten die Muldener Hütte, die für das 19. und frühe 20. Jahrhundert steht. Welche Exponate gibt es denn zu sehen? Die Ausstellung führt vor allen Dingen ein in die Geschichte und den Kontext dieser Hütte zum Welterbe oder des Hüttenwesens im Erzgebirge zum Welterbe überhaupt. Denn wir wären nicht Welterbe geworden ohne diese Standorte. Das weiß kaum jemand. Es gibt 2 wichtige Säulen fürs Erzgebirge oder 3 kann man sagen, der Bergbau. Aber ganz wichtig und sozusagen singulär im Welterbe-Kontext sind die Hütten, die wir haben und der Uranbergbau. Und diese Mischung, die hat das Welterbe gebracht. Einblicke durch Führungen gab es in das alte Schachtofengebäude. Teile des Gebäudes wurden von Schadstoffen befreit. In naher Zukunft soll es für die Öffentlichkeit begehbar gemacht werden. Es wurde zwischen 1886 und 1887 im nordöstlichen Bereich des Hüttenhofes errichtet. Östlich des Gebäudes befindet sich der Gischtvorplatz. Südlich schließt sich in Richtung Hüttenhof der Schlackenplatz mit Granulierbecken an. Sein aktuelles Erscheinungsbild erhielt das Schachtofengebäude bei einem Umbau 1938 bis 1939. Neben dem Ofenaggregat sind im Gebäudeinneren und am Gischtvorplatz sowie hofseitig am Stützmauersystem und der Partitionshütte noch Teile in den 1920er Jahren errichteten Hängebahnkonstruktion erhalten. Machen Sie sich selber ein Bild vor Ort. Besuchen Sie die Ausstellung. Und wir behalten das spannende Vorhaben weiterhin für Sie im Auge. Tschopau, bei den Hortkindern der Kita Kunterbund in Gornau steht auch in den Sommerferien Lernen auf dem Programm. Bei einem Ausflug ins Erzgebirgsklinikum Tschopau am 4. Juli bekamen 18 Kinder der 1. bis 3. Klasse aus Gornau einen Einblick in die zentrale Notaufnahme. Die angrenzende Rettungswache sowie weitere Bereiche des Krankenhauses und lernten, was zur Arbeit von Pflegekräften, Ärzten und Rettungssanitätern dazugehört. In der zentralen Notaufnahme durften sich die kleinen Besucherinnen und Besucher die Rettungsfahrzeuge aus nächster Nähe ansehen und vieles auch selbst ausprobieren. Wie werden die Vitalwerte im Krankenwagen gemessen? Was hat der Notarzt in seinem Gepäck beim Rettungseinsatz? Und wie schnell sind die Rettungskräfte bei einem Notruf bereit zur Abfahrt?
Diese und viele weitere Fragen beantwortete Rettungssanitäter Lukas den Kindern und ließ sie außerdem alle auf der höhenverstellbaren Liege im Rettungsfahrzeug einmal Achterbahn fahren. Bereits seit 2011 kommen regelmäßig Kindergarten- und Schulgruppen in die zentrale Notaufnahme in Schopau und lernen so spielerisch die Arbeit im Krankenhaus kennen. Die Aktion wurde damals von Schwester Isabel Meyer ins Leben gerufen und wird bis heute von ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen immer wieder gerne durchgeführt. Also eine tolle Idee, wie ich finde. Liebe Zuschauer, wir gucken nun mal nach Zwönitz zum neuen Gebäude der Naturschutzstation. Die feierliche Inbetriebnahme war im Freien geplant, aber Petrus machte einen nassen Strich durch diese Rechnung. Doch erfinderisch, wie der Erzgebirger nun mal ist, wurde erfolgreich improvisiert. Naturschutz und Landschaftspflege sowie regionale Entwicklung miteinander verzahnt voranzubringen und eben nicht gegeneinander auszuspielen, das ist eine der ganz großen Aufgaben unserer Zeit. Das sagte Dr. Gerd Lippold, Staatssekretär für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, am 21. Juni in der kurzerhand zum Festsaal umfunktionierten Scheune der Zwönitzer Station des Naturschutzzentrums Erzgebirge. Der Mann aus Dresden war wegen einer Gebäudeeinweihung ins Erzgebirge gekommen. Die wollte man eigentlich im Freien mit Blick auf den Neubau vollziehen. Wetterbedingt wurden die Grußworte aber dann drinnen gesprochen. Die Scheune bot ausreichend Platz für alle Gäste. Dr. Lippold nutzte die Möglichkeit, den Mitarbeitern der Zwönitzer Außenstelle des Naturschutzzentrums zu danken. Ihre Arbeit besticht durch eine hohe Qualität, so der Staatssekretär. Was wurde aber im historischen Ensemble der Austl-Villa Zwönitz eingeweiht? Es handelt sich um ein neu entstandenes Mehrzweckgebäude. Der Neubau wird vor allem vom Naturschutzzentrum Erzgebirge als Verwaltungs- und Werkstattgebäude seiner Station in Zwönitz genutzt. Die Naturschutzzentrum Erzgebirge, gemeinnützige GmbH, ist eine landkreiseigene Gesellschaft. Bei der Einweihung des Neubaus dankte der Beigeordnete des Landrates Andreas Stark der Stadt Zwönitz für ihre faire, partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Umsetzung. In der Austl-Villa ist unter anderem die Raritätensammlung Bruno Gebhardt der Stadt Zwönitz zu finden. Für die in Zwönitz stationierten Naturschützer haben sich mit den neuen Räumen die Arbeitsbedingungen erheblich verbessert. Bei einem Tag der offenen Tür konnte sich jedermann ein Bild machen. Claudia Pommer, die Leiterin des Naturschutzzentrums Erzgebirge mit Hauptsitz im Schlettauer Ortsteil Dörfel, und Antje Böhm, die Leiterin Naturschutz Landschaftspflege der Einsatzstelle Zwönitz, führten zuerst den Staatssekretär Dr. Gerd Lippold, den Beigeordneten Andreas Stark sowie die Vertreter der Stadt Zwönitz durch die neuen Büro-, Umkleide- und Werkstatträume. Den Zwönitzer Teil des Naturschutzzentrums bezeichnete Andreas Stark als Stelle, die seit der friedlichen Wiedervereinigung eine große Geschichte in Sachen Naturschutz hat. Zur Arbeit des Naturschutzzentrums gehören die Umsetzung praktischer Naturmaßnahmen, die Beobachtung der Entwicklung biologischer Vielfalt im Erzgebirgskreis, Naturschutzberatung sowie die Vermittlung von Umwelt- und Naturschutzbildung. Die Zwönitzer Mitarbeiter kümmern sich unter anderem um Wiesen und artenreiche Kleinflächen, speziell um deren Erhalt und deren Pflege. Und dann flatterte uns noch die Zahl der Woche auf den Schreibtisch, liebe Zuschauer. Als Durstlöscher gerade an heißen Tagen sind hierzulande auch zuckerhaltige Erfrischungsgetränke beliebt. 7,76 Milliarden Liter solcher Erfrischungsgetränke wie Cola, Limonade, Saftschorlen oder Energy Drinks wurden im Jahr 2023 in Deutschland produziert. Das waren rund 93 Liter pro Kopf, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Den größten Anteil haben Cola, Cola-Mischgetränke und Limonade, 71% oder 5,54 Milliarden Liter der zuckerhaltigen Getränke. Die gesamte Produktion zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke ist gegenüber 2022
als 7,32 Milliarden Liter hergestellt wurden, um 6% gestiegen. Im 10-Jahres-Vergleich blieb sie dagegen nahezu konstant. 2013 wurden 7,74 Milliarden Liter Cola, Limo und Co. produziert. Na dann, Prost! Noch mehr Informationen haben wir nun in unserem Service-Blog. Da geht es um unser Regionalwetter für die kommenden Tage. Wir schauen in die Polizeiberichte. Doch jetzt erstmal gibt es die Blitztipps für morgen. Die Polizei kontrolliert morgen die Geschwindigkeiten, unter anderem in Olbernhau, Ortsteil Dittmannsdorf, Dresdner Straße. Darüber hinaus erwarten sie auch wieder die Kontrolleure im Auftrag der Landratsämter und Kommunen an den üblichen und bekannten Stellen. In Freiberg zum Beispiel auf der Bertelsdorfer Straße, Lösnitzer Straße und Münzbachtal. Achtung, hier ist Tempo 30 erlaubt. Darüber hinaus wird noch auf der Hauptstraße im Freiberger Ortsteil Zug geblitzt. Hier ist dann 50 gestattet. Das heißt, Augen auf und Fuß vom Gas. Das spart bekanntlich mitunter eine Menge Geld, schont vor allem die Nerven. Hier kommt gleich das Regionalwetter nach dem Blick in die Polizeimeldungen. Grottendorf, Ortsteil Waltersdorf. Vor Kontrolle geflüchtet, Zeugen gesucht. Nach einem Bürgerhinweis über unnötig herumfahrende, lärmende Mopeds war am Sonntag, 7. Juli, 22.10 Uhr eine Polizeistreife in der Ortslage Waltersdorf unterwegs. Als sie ein Moped einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen wollten, fuhr dieses mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon und entzog sich so der Kontrolle. Die Polizeistreife folgte dem Zweirad unter Einsatz von Blaulicht, Martinshorn und Stopp-Polizei. Die Flucht verlief von der Hauptstraße über den Kranzahler Weg in die alte Dorfstraße einer Sackgasse. In der Sackgasse befanden sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe, wobei das Moped den Funkstreifenwagen touchierte. Als das Polizeifahrzeug dann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten verkehrsbedingt anhalten musste, konnte der unbekannte Mopedfahrer weiter flüchten. Das Moped fuhr am Ende der Sackgasse eine steile Böschung hinab und fuhr davon. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Polizeifahrzeug entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Bei dem unbekannten Moped handelt es sich um eine Simson mit rotem Tank und silberglänzenden Resonanzauspuff. An dem Zweirad waren keine Versicherungskennzeichen angebracht. Der oder die Fahrerin trug einen dunklen Helm und war mit einer kurzen, beigen Hose sowie Turnschuhen bekleidet. Außerdem führte er oder sie einen orangefarbenen Rucksack mit sich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zum unbekannten Moped und oder dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Unter Telefon 0371 87 400 werden Hinweise beim Verkehrsunfalldienst in Chemnitz entgegengenommen. Marienberg, Ortsteil Zöblitz, gegen parkendes Auto gefahren. In der Nacht zum Sonntag, 7. Juli, 1 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines Pkw VW die Johannesstraße B171 in Richtung Olbernhau. Dabei kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Pkw Fiat, der durch den Anstoß noch gegen einen Baum geschoben wurde. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der 38-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt, stellte sich aber dennoch einem Arzt vor, zur Blutentnahme. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten die Sicherstellung seines Führerscheins sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Nachdem uns das Hochdominik und das Tiefelke im Zusammenspiel nordafrikanische Luft herangeführt haben, kommt es nun zu einer leichten Abkühlung. Dominiks Einfluss auf unser Wetter wird schwächer und damit ändern sich auch die Strömungsverhältnisse in der Atmosphäre. Und im Rücken der nordafrikanischen Warmluft zieht eine Kaltfront mit Blitz und Donner herein. Das so der grobe Überblick und die Antwort auf die Frage, warum es so ist, wie es ist.
Hier jetzt die Details. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel noch leicht bewölkt mit einem guten Blick auf die Sterne und die zunehmende Sichel des Mondes. Regen ist in den Nachtstunden nicht zu erwarten. Das zeigt das Niederschlagsrisiko mit einer Null recht deutlich an. Sollten Sie dann noch mal raus müssen oder wollen, dann ist eine Jacke nicht zwingend erforderlich. Von den Temperaturen her erwarten wir wieder eine Tropennacht. Selbst oben in Oberwiesenthal zeigen die Thermometer Werte von 18 bis 20 Grad Celsius an und in den tieferen Regionen unseres Sendegebietes gibt es sogar 20 bis 22 Grad. Der Wind weht dabei leicht mit um die 12 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Dann, morgen am Mittwoch, beginnt der Tag mit einem wolkigen Himmel und die Kaltluft klopft bereits mit örtlichen Gewittern an. Mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird es auch in den Vormittagsstunden leichten Regen und vereinzelt auch Gewitter geben. Am Nachmittag lässt der Regen dann nach. Der bedeckte Himmel bleibt aber vorerst. Tja, und am Ende des Tages rechnet die Sonne, wenn überhaupt, eine Arbeitsstunde ab. Der UV-Index liegt morgen bei 3 von 11, also Sonnenschutz spielt morgen mal keine Rolle. Dann eher der Regenschirm. Leicht bewölkt oder sogar klar geht es dann aber in die Nacht hinein. Die Tagestemperaturen, liebe Zuschauer, sehen morgen wie folgt aus. Rund um Oederan werden zwischen 19 und 25 Grad erwartet. Oben auf dem Erzgebirgskamm klettert das Quecksilber auf 16 bis 23 Grad. Der Wind bläst in Gewitternähe am Vormittag stark böig mit bis zu 48 Kilometer pro Stunde. Ansonsten nur leicht mit um die 9 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung. Ja, und so geht's die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist logischerweise richtig, der Donnerstag. Der Donnerstag bringt wieder viel Sonne von einem leicht bewölkten Himmel mit. Regen ist erst am Abend wahrscheinlich. Temperaturen von 16 bis 25 Grad gibt es bei einem leichten Wind aus Süden. Am Freitag präsentiert sich der Himmel wechselnd bewölkt. Mit dabei ist aber auch die Sonne. Und das lässt die Temperaturen auf 14 bis 22 Grad ansteigen. Der Wind weht dann weiter leicht aus Süden. Nun, wie das dann am Wochenende aussieht, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle beim ersten vorsichtigen Ausblick. Das war's nämlich für heute hier vom Regionalwetter. Schwuppdiwupp. Das war's dann auch vom Dienstagsmedial, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es noch im Internet unter www.glückauf.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und Glück auf!